Einen wunderschönen Hallo, Freunde. Ein neuer Tag im Paradies, wenn man so will. Ja. Wir haben ein paar getrocknete Fälle gehabt in der Zwischenzeit. Ging dann irgendwie doch schneller manchmal. Ich habe mir die Headlight hergestellt. Da brauchten wir unter anderem ein getrocknetes Fell und Austernschalen und diese Kristalle. Dann haben wir die Hütte soweit erstmal zugemacht, dieses kleine 2x2-Test-Moped hier. Mit einer Treppe und einer Tür. Wir haben jetzt aber hier nichts weiter drin. Sieht ganz cool aus eigentlich, diese Elemente. Finde ich ganz gut. Da habe ich schon schlechteres gesehen. Generell immer überrascht, wie die ganzen verschiedenen Spiele sich so die Wände aussehen lassen. So, dann haben wir hier noch was zu futtern drin. Diese Suppe, meditiert haben wir. Und dann werden wir uns weiterhin auf die Suche machen, nebenbei looten. Wir können natürlich auch nochmal schauen, was wir noch bauen können. Wir haben bei Upgrades ist hier noch, Modern ist auch noch alles zu, bei Basic. Die verschiedenen Bauelemente, halbe Wände, kannst du halt was Schönes bauen. Ne? Wir haben jetzt getestet, Ruf, Geländer, Eintritt, das waren die Treppen. Dann Stairs für drin, wenn du da mehr hast, Etagen. Die Door, die haben wir auch gebaut. Flurstrip. Weiß ich jetzt nicht, was das sein soll. Müssen wir mal gucken. So, Roof Corner ist ein Schrägdach. Das ist. Wir hätten noch ein Schrägdach draufbauen können, ist aber egal. So. Das ist für das Haus. Und dann hätten wir aber noch bei Crafting Survival könnten wir jetzt nochmal hier einen Planter bauen. Brauchen wir nochmal diese Pflanzen und Hölzer. Diese Bottle habe ich, aber ich weiß nicht, was das sein soll. So ein Sprühflasche oder was? Ein Smoker für Fleisch, denn unser Fleisch ist vergammelt. Das wissen wir jetzt auch. Also Fleisch vergammelt. Wir hatten so viel Fleisch. Das heißt, wir werden jetzt mal einen Smoker bauen. Da oben steht dann, was wir brauchen. Clay haben wir. Holz brauchen wir noch. Steinchen haben wir. Wir werden uns einen Smoker bauen und reinstellen. Und wir werden uns hier so einen Ofen. Brauchen wir auch nochmal Hölzer bauen. Genau. Und dann nochmal draußen so ein Plant zum Craften, ne? So ein Pflanzenteil, ja. Beet. Wie auch immer. Machen wir jetzt nochmal, Leute. Viel Spaß. Erstmal noch ein paar Hölzerchen sammeln hier. Den Strand hatte ich schon eingesammelt. Nach der Nacht. Genau. Von daher machen wir das schnell. Dann können wir bald auf jeden Fall weiterlaufen. Dann haben wir erstmal soweit alles Nötige zumindest gebaut, was es aktuell für uns zu bauen gibt, geht. Genau. Und dann werden wir uns den einen Dings noch suchen. Mal gucken, wie lange wir dafür brauchen. Aber da wir noch eine Folge brauchen, wahrscheinlich ja. Wenn wir jetzt nicht so gezielt drauf losgehen. Wahrscheinlich ja. So, bauen wir uns jetzt den Smoker. Mal gucken, was der an Treibstoff dann braucht. Ob er Treibstoff braucht. Sehen. Die Hütte könntest du natürlich auch noch größer und feiner bauen. Irgendwann machen wir das auch mal. Aber jetzt aktuell, um mal reinzukommen, machen wir das natürlich nicht. Wie soll das sowas mal langen? Zumal wir wirklich keine Wettereinflüsse hier haben. Das kommt bestimmt irgendwie auch nochmal. Oder Bedrohungen allgemein haben wir jetzt bisher nicht so wirklich. Außer Vergiftung und Krankheiten durch Essen und so. Ja. Gucken wir doch mal. So, dann werden wir uns. War es jetzt bei Survival? Ja. Smoker erstmal. Das ist so ein Räucherschrank. Da brauchen wir wahrscheinlich später auch mehr von. Du kannst mit der Maus das Objekt nicht bewegen, hoch und runter. Das musst du dann wirklich mit Gehen machen. Dann und weggehen. So, der braucht natürlich auch Press E to add fuel ist drinne.
Wir haben jetzt kein Fleisch mehr, was gut ist. Was machen wir mit dem Droppen? Linke Maustaste ist so cool. Okay, müssen wir rausfinden. Und dann wollten wir noch... Oh, da fehlt uns jetzt nochmal Lehm. Wir machen den mal kurz an, wie das aussieht hier. Okay, ein Räucherofen, um das Fleisch länger haltbar zu machen, ne? Aber wir haben jetzt leider nichts. Okay. Axe und Tingisch. Haben wir uns nochmal Clay. Das finden wir bestimmt wieder schnell im Wasser hier, Leute. Müssen wir mal gucken, ob wir Fisch auch einzeln kochen können. Den mal auf die Erde legen, dann ob wir da den irgendwie auch häuten können oder so. Gucken wir gleich mal. Braucht sich der Spirit halt immer so schnell, ne? Mal hoch hier. Sauerstoff. Jetzt nochmal, kriegst du immer jeweils drei, ne? Ja. Muss man noch zwei sammeln. 10 Stück brauchten wir. Wenn wir ihn noch finden. Aber gut, dass die hier im Wasser liegen. Ob das wie gesagt so sein soll, weiß ich nicht. Im Moment bin ich froh, dass sie hier sind. Brauchen wir nicht so weit immer noch im Dschungel rennen. Und das Zeug suchen. Da haben wir nochmal. Und jetzt brauchen wir noch ein Klümpchen. Da haben wir schon eins. Da hinten ist noch eins. Nehmen wir noch mit. Hier. Wir müssen erstmal uns um uns kümmern, dass wir überleben. So. Denken müssen wir noch. Räucherofen brauchen wir bestimmt irgendwann noch einen. Aber wir gucken uns das halt erstmal nur an, ne? Furnace, ist das ein Schmelzofen? Soll das ein Schmelzofen sein? Wir stellen den mal lieber so hin, falls wir die Bude irgendwann mal vergrößern sollten. E2 Ignite, add fuel. Es ist nur ein Ofen, wie es aussieht, um hier drinnen es warm zu halten. So, dann haben wir Food. Ich will mal gucken, wenn wir hier den nehmen, Kuh für Drop. Wenn wir jetzt das Ding nehmen, können wir mit irgendwas machen. Ja, Raw Meat, jetzt haben wir doch schon mal wieder was. Können wir das hier nicht reinnehmen? Somit zerlegt man also auch. Okay. Lull. Lull, lull, lull. Das war natürlich jetzt blöd. Ich soll nochmal eine Door bauen. Wenn es denn jetzt reicht, ne? Hab das auch nochmal gesehen. So. Da haben wir was. Haben wir noch was? Da getrockneten Fischstände. Food, können wir hier noch mal einen ablegen. Vergammelt uns wahrscheinlich auch. Das heißt, nach dem Aufnehmen können wir ihn nicht direkt hier drinnen. Back, equip. Was ist, wenn ich links drücke, equip? Geht nicht. Und E. Geht auch nicht. Also Q für Drop.
Quantum Control engaged. Haben wir noch mal einmal Fleisch bekommen. So, jetzt müssen wir den mal räuchern lassen, ne? Alles zum Rausfinden, das ist sehr umständlich, ne? Bei Ark hast du halt was reingepackt und dann ging das ihm die ganze Zeit. So. Gut. Können wir denn irgendwas mit dem Fisch noch machen? Irgendeinen Fisch einfach so kochen? Ich guck gerade irgendwas Weißes. Nee. Seafood. Austern. Krabbenfleisch. Aber kein Fisch an sich. Den müssen wir wirklich für Dings zerlegen. Ja. Gut, Freunde. Saven wir nochmal eine Runde, dann latschen wir nochmal. Sammeln Material. Dann gucken wir uns nochmal an, wie wir hier dieses Ding bauen. Bei Crafting, Survival. Raincatcher. Es hat noch nicht geregnet hier. Brauchen wir hier wahrscheinlich nicht gerade. Aber hier im Planter. Zwei Pflanzen, zwei Hölzer. Noch den holen wir uns nochmal. Ausprobieren wegen Anpflanzen und so. Laufe ich mit euch schon wieder hier größtenteils rum, aber wir laufen dann nochmal. Was war das? Eine Fruit. Sehr schön. Müssen wir auch gleich schon wieder meditieren. Können wir jetzt hier machen. Hölzer und die Dings trocknen. Brauchen wir. Gehen wir gleich mal rein. Pilze stehen dahinter. Begin Meditation. So, ist gleich voll. Das kann man aber irgendwie nicht spulen. Das wäre noch ganz cool, wenn man optional selbst die Wahl hätte. Hier noch ein bisschen schneller. Wer da Bock drauf hat, kurz inhalten will, kann das dann halt auch tun, ne? Ich hätte gern die Wahl. Vielleicht kommt das ja noch. Auf Feedback der Spieler kann ich mir vorstellen, dass da sowas vielleicht nochmal kommt. Irgendwann. So ein paar Hölzer müssen wir noch. Und dann bauen wir uns noch so ein Crap-Dingsbums dahin. Zum Pflanzen. Hier ist nicht mehr viel, weil hier kann man entluten. Ja, jetzt haben wir die zwei Hölzer. Sollte für das Teil, glaube ich, ausreichen. Trinken müssen wir jetzt noch. An unserer kleinen Süßwasserquelle hier. Sehr schön. So, dann werden wir uns hier den Dingspot noch irgendwo hinpflanzen. Crafting Survival und Planter. Keine Ahnung, ein bisschen im Schatten ist das nicht so verbrennt vielleicht, aber das spielt jetzt hier glaube ich eh keine Rolle. Das ist jetzt nur persönlich einfach. Und was unbedingt noch sein muss, die Objekte müssen verschwinden. Ja? Wenn ich jetzt das Ding hier setze, dann muss das Fahren weg. Aber das passiert hier halt nicht. Muss sein Bauplatz sein, sozusagen. Kein Wasser drin, doch.
Press E to plant. Was haben wir denn? Oh, wir können hier was pflanzen. Cool. Infla. Jetzt haben wir da Mushrooms drin. Und es ist, musst du bewässern hier. Okay. Da können wir auf jeden Fall noch mehr machen. 67, 47. So, wie sieht das mit dem Räucherfleisch aus? Einfach mal um die Dauer hier so ein bisschen zu sehen. Ist fertig, okay. Geht auch auf. Press E to store. Lass mal gleich mal eins von. Smoked. Haben wir noch drei eigentlich jetzt von der Kurs, das dritte. Ach hier, das ist ein kleines. SM für small, G for large. Sehr schön. Perfekt, die Brust. Dann können wir den anderen Fisch noch droppen hier. So, und hängen den auch nochmal hier rein. Muss dann nachts oder so machen, denn später, sonst brennt hier jedes Mal das gute Holz weg. Also wir haben es. Es wird jetzt eh dunkel. Dann gucken wir nochmal. Crafting, was ist denn bei Hunting noch? Ein Frischschnitzen. Crap. What? Eine Rabbit Trap bauen wir uns noch. Wenn wir uns hier oben noch hinstellen. Jetzt findest du die eh nicht wieder. Vielleicht läuft ja mal einer rein, ich weiß es nicht. So, ist ein Köder schon drin? Ja. Ja. Sehr schön, können wir weitersuchen fast, ne? Was brauchen wir noch? Fischnetz, Hölzer und diese Dings testen wir auch noch aus. Machen wir auch. Hier, unsere toten Pflanzendinger. Testen wir auf jeden Fall noch aus, wie das funktioniert. Ob das funktioniert. Spawn langsam nach. Will sich mir so, obwohl wir haben eine Headlamp, jetzt können wir auch ein bisschen im Dunkeln notfalls wiederkommen, ist nicht so schlimm. Ich wollte das Rezept mal antesten, ne? Wo war das? Crafting for Hunting. Fischnetz Z to Pin. Jetzt haben wir da oben doch, was wir brauchen. Zweimal Holz nur noch. Dann haben wir schon alles. Bisschen vorbereiten und alles, ne? Ich habe auch keine Beleuchtung hier auf mir drauf. Es ist wieder Tageslicht, Leute. Hat ein bisschen abgedunkelt wegen der Sonne. Strom sparen, ihr wisst ja, wie viel Scheiße kostet demnächst, ey. Bis zum Dreifachen mehr, ne? Hier kannst du gar nicht streamen und so. So bis du das wieder verdient hast. So, die Lampe, ist die denn unendlich, ey? Die leuchtet zu grünlich, weil da die Kristalle mit drin sind hier. Pilze. Quantum Control Engage. So, ab an Strand, Leute. Oh, du siehst jetzt hier die Dinger besser. Dieses tote Zeug hier. Werden wir am nächsten später noch ein Fischnetz ins Wasser werfen. Wir müssen auch im Dunkeln mal wandern gehen, ob es da andere Tiere hier noch gibt, irgendwie, die nur nachts rauskommen.
Dann werden wir dann in der nächsten Folge auf jeden Fall versuchen, diesen einen Tempel zu finden, ne? Dann lernen und laufen. Nützt dir alles nichts. Bereiten uns mit Essen ein bisschen vor. Dass wir das dann haben, ey. Mühseliges Einsammeln hier. So, da ist unser Strandhäuschen. Wenn wir jetzt die Nacht überbrücken, überspringen. Leuchteffekte sind ganz gut. Das eine Stück Fleisch sollte fertig geräuchert sein. Nein, noch nicht ganz. Brennstoff. So, wenn wir jetzt die Nacht natürlich überspringen, dann ist wahrscheinlich die Räucherofen-Holzgeschichte leer. Aber wir testen es aus. Was soll's? Spinnen. Venom. Dann mach mal Medizin hier bitte. Und können wir uns noch ein Frühstücksgericht machen? Irgendwas weiß zufällig? Haben wir durch Zufall irgendwelche? Nee. Morphan Lily fehlt uns noch. Spirit Tonic. Es kann sein, dass du deinen Spirit wieder auflädst, ohne zu meditieren. Wahrscheinlich. So, was sagt uns jetzt das hier drin? Ja, ist aufgebraucht. Also das zählt über die Stunden mit. Das Fleisch ist... Jetzt immer dieselben Prozente? Nee. Okay, das war bei 96%. Das hört dann auf, das Holz verbrennt weiter. Es ist sehr technisch, sehr fragwürdig gerade. Gut. Wie dem auch sei. Dann machen wir unser Fischnetz. Dann so ein Ding einkreisen wahrscheinlich. Okay, ich dachte, es wird eine Fischfalle. Ist es aber nicht. Da müsstest du hier so einen Bereich jetzt einzäunen. Aber da brauchst du ewig Material. Machen wir jetzt nicht. Wir latschen los, Freunde. Ein bisschen suchen. Trinken noch einen Schluck. Keine Krankheit wieder. Dann gibt es noch mal ein bisschen Süßes. Und weiter geht's zu latschen. Ist ein Rabbit hier drinnen? Nope. Looten ein bisschen und suchen noch mal weiter. Das Fischnetz pinnen wir ab. Bald schon wieder meditieren. Es macht auf jeden Fall Spaß, aber ihr seht schon, es ist sehr, sehr zeitaufwendig. Til Maestre. Datus. Wir laufen und suchen weiter. Diese Tempelgeschichte, die beiden waren jetzt immer am Rand. Deswegen werden wir uns ein bisschen am Rand erstmal aufhalten hier. Früchtchen noch einsammeln, wenn wir unterwegs sind. Rabbit! Wie viele Pfeile haben wir denn noch? Ein. Sehen wir das irgendwo hier? Im Moment nicht mehr, ne?
Oder? Nee. Ja, gehen wir schnell meditieren, Leute. Und dann latschen wir weiter. Begin meditation. Dauert es nicht ganz so lang, wir waren noch nicht ganz leer. So, es regnet. Das erste Mal, dass wir hier Regen sehen. Das ist ja verrückt. Spirit restored. Dann werden wir uns doch noch so einen Raincatcher aufbauen. Wir haben jetzt Tag 7 und es ist das erste Mal Regen. Es bringt jetzt nicht, das Fleisch zu sammeln, wenn wir auf der Suche sind, weil es verdirbt uns sonst. Es verdirbt uns sonst, Leute. Wir werden diese eine Ruine noch finden für ihn. Und dann werden wir uns auch bald mal umgucken in diesem Nordgebiet, ey. Ich weiß allerdings hier nicht, wie groß das hier alles noch ist. Mein Kumpel. Oh, hier liegt ja viel Lehm, Alter. Ich hätte jetzt gern links eine Mappe, wie das gekennzeichnet. Die Temperatur ist noch warm. Und neblig wird es jetzt auch. Das ist ja sehr cool gemacht eigentlich. Renno, jetzt musst du auch immer sammeln. Gewicht. Naja. Wo finden wir dieses eine Ding noch ohne Hinweis, ey? In unserer schönen Behausung leben können. Aber der Regen hat uns noch nichts an. Er schadet uns noch nicht. Dann sind wir auch schon wieder durch mit der Folge hier, so ziemlich, ne? Das heißt, ich hoffe, dass ich euch dann beim nächsten Mal das Ding zeigen kann, ne? Den letzten Tempel, wenn man so will, zum Meditieren auf Enen, dass wir dann uns auch mal ins andere Biom machen können zum Suchen. Hier können wir mal was trinken. Schön, schön. Und sammeln wir mal für Kokosfleisch später. Spielen. Ist gut, die andere jetzt hingeflogen ist. Du kannst natürlich auch schwer was erkennen hier, ne? Wir gehen zwar ein bisschen rein hier. Ist das eine Höhle? Ja, sieht so aus. Aber hier regnet es, hier drinnen regnet es auch noch, also das ist sehr verbuggt, Leute.
Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.